Um 7 Uhr ist die Bescherung bei Sisi. Einer ihrer großen Momente, das sie sehr gerne und sehr großmütig gibt und alles geschmackvoll anordnet. Sie sah heute Morgen schon ganz vergnügt aus in der Erwartung des Abends, als wir nach dem Frühstück bei ihr waren und bei ihr Franzi und die Kinder fanden. Der Christabend war wieder recht beglückend, die Kinder zu lieb unten bei ihren Eltern, zuerst in freudiger kindlicher Erwartung und dann so wohltuend durch ihre innige Freude. Gisela recht mädchenhaft, stilgeschäftig, sich freuend, Rudolf lebhaft und munter. Bald blies er auf und abgehend ein Waldhorn, bald eine Trompete und eine Burgpfeife, bald trommelte er einen Turban auf dem Kopf, den er zweimal gehorsam abnahm, wenn ihn der gute Großpapa dazu ermahnte, da er schon ganz im Schweiß war. Immer rief er seinen Vater, ihm bei diesem und jenem zu helfen, und stets hatte er an ihm seine Freude und sein Interesse. Gar zu rührend und wohltuend ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn und sehr erfreulich der Einfluss beider Eltern auf die Kinder. Erzherzogin Sophie, Wien-Hofburg, 24.12.1862. Kaiserin Elisabeth nahm auch wieder an Bällen teil, worüber sich Erzherzogin Sophie freute und die interessantesten Details an ihre Söhne und Schwiegertöchter weitergab. Der Ball soll sehr schön wie immer bei Alfons Pallavicini gewesen sein und Sisi deliziös in einem leichten weißen Kleid mit Sternchen in mattem Silber durchwirkt und in den Haaren die diamantenen Sterne, die ihr so gut stehen. Auf dem Hofball war Sisis Kleid ringsherum mit Diamanten und Rubinen hinaufgehalten. Ich sage dies nachträglich, da euch und auch eure Frauen Schmuck und Toiletten interessieren könnten. Sisi kleidet sich nun ganz besonders gut, mit nobler Einfachheit.